Das kleine Fohlen ist zwar noch etwas wackelig auf den Beinen, aber kerngesund. Und mit nur 2 Tagen zieht der kleine Hengst schon ganz schön viel Aufmerksamkeit auf sich. Aber kein Wunder, schließlich ist er das erste vereinseigene Fohlen des Zucht- und Trabrennvereins Straubing seit den 70er Jahren. Der Rennverein, glaube ich, kann ganz stolz sein, weil er wirklich ein hervorragender Hengst auf die Welt gekommen ist. Und das Wichtigste war für uns, dass er gesund ist und dass er schnell aufgestanden ist, dass er von der Mutter angenommen wird. Also insgesamt sind wir furchtbar stolz. Das Licht der Welt erblickte das Fohlen auf dem Gestüt von Franz Retzer in Bernzell im Landkreis Straubing-Bogen. Der Pferdeliebhaber war bei der Geburt live dabei. Um 1:30 haben nachher endlich einmal die Fruchtblase gekommen. Wenn der Pferd die Fruchtblasen kommt, dann geht in 5 Minuten das Fohlen. Also, und die Geburt war normal. Also es war ohne Komplikationen. Alles andere als normal war die Geburt aber für Katja Danull. Sie hat Trine Simoni dem Rennverein verpachtet. Während der Schwangerschaft oblag ihr die Hege und Pflege der 6-jährigen Traberstute. Das ist wie wenn man nochmal ein zweites Mal Mutter wird. Nein, natürlich ein super schönes Gefühl. Also braucht man nicht drüber sprechen. Wenn dann natürlich alles gut umgeht und beide gesund sind und beide drinstehen, ist das natürlich schon was Schönes. Und als zweifache Mama will sich Katja Danull auch weiterhin um Mutterstute und Fohlen kümmern. Selbstverständlich machen wir das beim Fohlen auch. Wie gesagt, ich soll jetzt natürlich die erste Zeit mit der Mutter genießen. Und dann, wenn man es absetzen kann oder was, wollen wir es voraussichtlich erst noch am Gestüt herauslassen, bevor wir es dann mit einem Jahr hoffentlich einbrechen können und zum Rennpferd ausbilden. Franz Retzer und sein Gestüt bieten der Stute und ihrem Nachwuchs beste Bedingungen, um sich gut erholen und entwickeln zu können. Insgesamt half der Pensionsvater schon weit über 3000 Fohlen auf die Welt. Das mache ich schon seit meinem 18. Lebensjahr. Also ich habe früher auf einem großen Gestüt gearbeitet. Da haben wir ungefähr im Jahr 40 Fohlen gekriegt und heuer kriegen wir vielleicht 10. Klingt zwar im ersten Moment nach nicht viel, aber die ein oder andere schlaflose Nacht ist da schon mal mit dabei. Ich war jetzt eigentlich froh, dass die nächsten 14 Tage keine Fohlen nicht kommen, weil jetzt möchte ich wieder mal schlafen, aber das ist halt so. Und auf jedes Fohlen freue ich mich. Einen Namen hat der Hengst übrigens noch nicht. Bei der Namensfindung dürfen auch die Straubinger Bürger ein Wörtchen mitreden. Denn die Verantwortlichen planen für das erste vereinseigene Fohlen seit den 70er Jahren einen Namenswettbewerb. Wir werden jetzt die nächsten Wochen und Monate nutzen, um einen Namen zu finden. Und dann am Volksfestrenntag werden wir ihn dann hoffentlich vor großer Kulisse auch offiziell taufen. Bis es aber soweit ist, darf sich der Nachwuchs erst einmal im Pferdeparadies Retzer nach Herzenslust austoben. Wie sich's eben für ein junges Füllen gehört.